Wir sind wieder da mit der Gelegenheit, wieder eine sehr wichtige Frage zu an Meister Wu zu stellen und ähm, ihr habt euch wieder die Zeit genommen. Vielen Dank. Ähm, ich starte gleich mal und zwar gibt es äh, aus Frauensicht natürlich äh, die Frage rund um die Menstruation, um die äh, um den weiblichen Blutungszyklus, dass es da ja auch häufig Probleme gibt, also Schmerzen, äh, Müdigkeit, also alle möglichen Konstellationen gibt es da oder ausbleiben sogar der Menstruation oder übermäßige Blutung und das sind einfach Probleme, die die Frauen bewegen und das ist genau generell immer die Frage, woher kommt es und was kann ich tun? Ja, wie ich schon in einer anderen Frage, wo es um die Schwangerschaft ging, mit erwähnt hatte, ist das das bei der Frau der ganze Prozess über das Blut eigentlich gesteuert wird. Und dafür ist, sind letztlich zwei Organbereiche von großer Wichtigkeit, die ursächlich die Steuerung dafür mithaben. Und zwar ist das erstens die Milz, weil die Milz aus chinesischer Sicht eine der drei wichtigen Hauptfunktionen hat, das ist die Blutproduktion. Und das zweite Organ, das ist die Leber, der viele äh, Zyklen äh, in Zusammenhänge mit unterliegen, die als Holzorgan äh, Erdorgane angreift bzw. zerstört, wenn sie in einem Ungleichgewicht ist. Und das ist einfach das Naturell, wenn man die Wandlungsphasen wirklich als elementare Naturgesetzmäßigkeit kennt also auch damit die Zusammenhänge und Prozesse innerhalb des menschlichen Körpers und der Organbereiche, dann sollte das Augenmerk diesen beiden Organbereichen insbesondere liegen, denn wenn die Milz von der Leber attackiert wird, weil die Leber im Ungleichgewicht ist, schränkt es automatisch die Blutproduktion mit ein und aber auch die Transportfunktionen der Körperflüssigkeiten oder der Energie, was die beiden anderen wichtigen Aufgaben der Milz sind. Und darum wird alles, was mit der Menstruation mit den weiblichen Fortpflanzungsorganen zu tun hat, über die Leber letztlich kontrolliert und gesteuert. Das heißt, wenn Menstruationsunregelmäßigkeiten oder Beschwerden auftreten, dann liegt das zu dem größten Teil daran, dass die Leber in einem Ungleichgewicht ist. Eins der wichtigsten Heilmittel in der chinesischen Medizin, das ist Dangui, das ist eine Engelwurzart, von der die Wurzel genommen wird. Das schmeckt ein bisschen beißend, scharf und so weiter. In, äh, in der chinesischen Volksheilkunde wird das häufig im Bereich der Nahrungsmittel mit eingenommen, indem zum Beispiel eine Hühnersuppe mit Dangoizen äh, äh, gekocht wird. Das ist für europäische äh, äh, Geschmacksverhältnisse etwas gewöhnungsbedürftig, aber sehr stark heilsam. Es gibt aber auch in der äh, westlichen Medizin äh, oder in der westlichen Naturmedizin einige Kräuter, die auch hier wachsen die auch sehr sinnvoll sind, dass man die ergänzend oder unterstützend mitnehmen kann. Aber es sollte eigentlich wie bei allen tiefer liegenden Erkrankungen immer wirklich ursächlich geschaut werden, um den Zusammenhang eben zwischen den Organbereichen und den Energien innerhalb der Organbereiche wieder mit herzustellen. Eine wichtige Rezeptur zum Beispiel ist Ai-Fu-Nuan-Gang-Wan. Das ist eine Rezeptur, die es in großen Tabletten mitgibt, die letztlich mit eingesetzt werden, wenn zum Beispiel das Blut sehr, sehr blass ist. Dann heißt das, dass die Ursache dafür meistens zu starke Kälte im Körper mit ist. Und diese Rezeptur wirkt wärmend äh, gewissermaßen, dass das Blut wieder besser bewegt wird, besser zirkuliert und auch eben neu gebildet wird. Und damit gehen auch Stagnationen, Schmerzen dann zurück. Das ist aber zum Beispiel eine Möglichkeit. Genauso äh, kann, äh, wie gesagt, eine Stagnation, es kann ein Blutmangel mit vorliegen und so weiter. Und das gilt es in einer Richtigen fundierten Untersuchungen genauer zu ergründen, weil Selbstversuche können wie russisch Roulette sein. Man kann per Zufall das Richtige erwischen, man kann aber auch die Kugel erwischen, womit es deutlich nach hinten losgeht. Denn wenn man zum Beispiel äh, zu viel Kälte im Körper hat und man wendet Kräuter an, die eine kühlende Wirkung haben, dann würde man die Symptome deutlich verschlimmern und nicht verbessern. Und das kann dann zu ernsten Komplikationen einfach führen. Deswegen so, sollte hier immer ein Therapeut aufgesucht werden, der ein umfassendes Wissen und Verständnis der Kräutermedizin und der Wirksamkeit der, sowohl der Kräuter als auch der Nahrungsmittel mit hat. Ja, vielen Dank. Ähm, natürlich ist hier äh, aus, aus der äh, therapeutischen Sicht schon gesprochen worden. Ähm, ich kann mich ja aber auch erinnern, dass wir äh, viele Patienten begleitet haben oder Patientinnen, ja Frauen in den meisten Fällen, die dann gefragt haben: Kann ich denn trotzdem europäische Kräuter mit äh, weiter mit trinken, Tees davon und so weiter? Und äh, da ist hauptsächlich die Antwort ja, wenn es wirklich ähm, neutral wirkende sind, also eben nicht dann zum Beispiel kühl wirkende Kräuter und da kann man schon in dem Falle Frauenmantel, Schafgarbe, Gänsefingerkraut äh, empfehlen, Kamille auch teilweise ähm, möglichst aber auch kombiniert mit etwas, was die Milz einfach un unterstützt, äh, weil manche Kräuter können vom Magen oder eben vom Bereich der Mitte manchmal nicht so gut vertragen werden. Und da ist eben schon Ingwer ähm, oder Süßholz sehr zu empfehlen. Ähm, das vielleicht nochmal so mit am Rande, aber was nicht wirklich eine Therapie ersetzt, gerade nicht, äh, wenn es doch in starke Schmerzen und äh, anderes äh, ja, tiefgreifende Symptomatik geht. Aber vielen Dank für die Darlegung.